So, läuft die Aufnahme wieder? Ja. Wir sind wieder hier. Und ist jetzt Von ein den paar Anfang. Tage her, glaube ich. Ich konnte mich nicht mehr so ganz erinnern, aber ich kann mich wieder einigermaßen erinnern. Es ist schön, dass du dich jetzt nicht mehr, vor allen Dingen nicht mehr die Koordination hast und nicht mehr weißt, wo hier welcher Raum ist und was. Ja, indirekt doch, eigentlich schon. Also jetzt, wo ich es sehe, schon. Ich will nach oben zu den Sägen, glaube ich. Ich wollte erst zu den Sägen und dann zu den Ameisen nochmal runter. Ah, dass du immer noch weißt, was das für Räume sind, wo Das du war hin meine musst. Reihenfolge. Klingt doch schon mal gar nicht so Ja, verkehrt. jetzt wo ich es gesehen habe, kam die Erinnerung sofort wieder zurück. Ich habe Ich gerade, meine, als dass du wir. das in der Aufnahme gar nicht gesagt hattest, oder doch? Ach, keine Doch, Ahnung. doch, doch. Ich glaube, in der Aufnahme habe ich es genau andersrum gesagt, dass ich erst zu den Ameisen will und dann zu den Sägen. Ja, und wie das wirklich ist, habe ich dir aber hoffentlich noch nicht gesagt, ne? Nein, nein, du hast aber komisch reagiert. Deswegen. Ja, das ist immer ein Zeichen dafür, dass du es genau andersrum machen solltest. Aber ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe, von daher. Eben. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere jetzt mal die Sägen als erstes. Mach die Sägen Jetzt muss ich los. da wirklich als Großer hoch, oh Mann. Okay, ich sollte ein extra Save State machen, so. Die Sägen waren noch irgendwo oben, glaube ich, ne? Ja, Oder waren die ab? ganz oben waren die in dieser, in diesem Abschnitt, wo du von jedem Raum in den nächsten kommst. Ja, okay. Finde ich schon wieder. Oh, ne, oh nein. Ach so, kommst du da überhaupt groß hin? Ja, weiß ich nicht mehr. Ich muss ja. Kann das sein, dass man das? Wie musste man das machen? Ich muss da Also ja. du musst auf jeden, du musst wirklich in die Sägen, da hast du schon voll und ganz recht, aber kommt man da durch? Ich muss da ja groß hinkommen, glaube ich mal. Kann man, ja, aber versuch's halt einfach, meine Güte. Vielleicht von hier unten so ein bisschen. Oh je. Ich habe auch gerade echt keine Lust nachzugucken, das ist echt, also Nö, ist ja diese. in Ordnung. Ansonsten, wenn ich jetzt hier nicht, doch ein bisschen problematisch. Kann ja auch sein, dass man bei den Ameisen noch einen Pilz zusätzlich kriegt und dann den einen hier verliert und dann wieder drüben holt. Warte mal, war das. Ich weiß gerade, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob die Ameisen jetzt. Also einer der beiden Räume führt dich dann letztendlich auch weiter, wenn du. Ja, ich weiß, du hast gesagt, ich muss erst den einen und dann in den anderen, aber die Reihenfolge verrätst du mir nicht. Ja, verrate ich nicht und weiß ich jetzt. Also jetzt gerade weiß ich es ja sogar wirklich nicht mehr. Das macht ja nichts. Die 13, die hast du auch schon gesehen, ne? Ja, wir haben alle Geheimräume, nur wie gesagt, die zwei, die Sägen und die Ameisen haben wir nicht gehabt. Ansonsten hatten wir Ach ja, alles. stimmt. Da sind sogar, ja stimmt, das sagte ich wahrscheinlich sogar, da sind sogar gar keine Geheimräume sonst noch. Ja. Also du hast wirklich alle gefunden schon. Ja. Ich gehe jetzt erst zu den Ameisen, das ist mir zu dämlich. Kann ich auch Okay. zurückspulen, dann bin ich zumindest, dann habe ich zumindest mal geguckt, was bei den Ameisen ist, anstatt dass ich jetzt da oben diesen Mist hier versuche. Auch wenn ich es Das wahrscheinlich gleich klingt bereuen werde, sehr. aber Also YOLO! zu. Ja, gut, okay, jetzt, mach mal, ich sag jetzt mal nichts weiter. Also ich weiß es jetzt wieder. Okay. Es klingt wieder so, als ob es genau falsch rum ist, aber. Ja, natürlich klingt das so. Das soll auch voll und ganz so klingen. Die Frage, ob das, wie das dann von mir gemeint ist. Richtig. Na gut, wir werden sehen. Du fährst hier durch, okay, das geht. Du lässt dich jetzt eh nicht mehr beirren. Du Ah, gehst die auf jeden Musik Fall war zu den geil, kommt Abendessen. mir gerade wieder. Oh fuck. Ach so, doch stimmt. Ja, nee, ist alles gut. Also du, ja, du kannst hier nur einen Pilz einnehmen. Erstmal, also du musst auf jeden Fall alle Sprünge, die du hier machen musst, musst du mit Pilz machen. Und das wird hier auch nicht verleichtert oder erleichtert dann noch. Ja, Das ich heißt, merke du das schon. könntest auch zu den Sägen gehen, wenn du möchtest. So, hier unten waren die Ameisen. Dann geh zu den Ameisen. Jetzt bin ich eh da, also. Das ist auch egal. Du sagtest eben noch, du könntest auch zurückspulen, aber ne? Hab ich ja. Was? Ach so, um jetzt hier runterzukommen. Na gut. Richtig. Das heißt, du könntest nicht mehr zurückspulen. Gut, dann mach die Ameisen, sehr gut. Richtig. Ja. War jetzt ja auch nicht so schwer, da hochzulaufen, also das ist jetzt nicht das Problem. Nee, ist es wirklich nicht. Ja, wo wird hier wohl ein Geheimraum sein, Mensch? Tja, das, Ach, die Musik ist. Merke ich gerade jetzt wieder, wie episch die Musik war. Die Musik ist ziemlich Dem, episch, ja, dem, das dem, stimmt. dem. Ach, du wusstest tatsächlich, du hast ehrlich noch keine Ahnung, wo hier der Geheimraum ist. Oder wie Nein. du da. Ach so, na gut. Ich dachte, du wüsstest schon, was du machen müsstest. Nicht wirklich. Ich dachte jetzt, ich mache halt mal hier ein paar Blöcke auf und vielleicht jetzt könnte natürlich hier könnte jetzt auch noch was sein, aber da wäre ich ja auch so reingekommen. Es wäre ja unendlich lame, wenn du einfach nur ein paar Blöcke aufmachen müsstest, indem du von unten gegenspringst.
Na, du willst aber nicht, dass ich die so öffne, das wäre Quatsch. Das wäre ja totaler Quatsch, oh Gott. Nee, also wie könnte man sowas denn verlangen? Oh je. Muss ich das wirklich machen einmal, ja? Also du machst es vor allen Dingen gerade ziemlich bescheuert, aber... man kann es auf jeden Fall hier machen, ja. Oh je, okay. Du solltest auch nicht so Anlauf nehmen, du solltest einfach nur ein Stück nach links gehen und dann... Von hier aus? Ne, nicht wirklich, du... Also, am besten funktioniert das, wenn du nach links läufst, hochspringst und dann halt nach rechts halt rüberspringst. Wie, von hier oder was? So? Noch ein Stück weiter läufst und dann, ja, irgendwie so, und dann den richtigen Winkel halt einfach nur hast. Okay. Du musst dazu gar keinen Speed haben, das ist vollkommen irrelevant. Ach so. Übrigens, also ich glaube, so weil wir es hatten bei Jan, Tini hätte das eigentlich längst gefixt, hat er gemeint. Was mit dem 1001 Wege-Leveling? Ja, eigentlich kann man Yoshi da, wo Jan Yoshi getötet hat, gar nicht mehr töten. Ja, er hat es mir sogar gezeigt, also Zinni. Zinni hat also die falsche ROM mal wieder mir geschickt und die habe ich dann natürlich Jan weitergeschickt und naja. Ja, ist großartig. Selbstschuld. Selbstschuld, ja. Kein Mitleid. Naja, Mitleid, naja, wieso Mitleid sowieso? Naja, das ist jetzt ein Insider von Letzte Schlacht der Elfen. Oh. Ja. Dann erklär dir mal, ich bin weg. Nee, das ist, oh Gott. Ich möchte diesem Mistspiel keine Fläche geben. Oh yes, danke. Wow, siehst du, es ist total einfach. Ah, oh, okay. Wie war denn das hier? Alter, ist natürlich auch nett, dass man hier nicht sieht, was man Jesus, hier machen muss. Jesus, da muss ich schnell sein wahrscheinlich. Schnell sein ist gut, ja. Entweder schnell oder einen zweiten Pilz. Du kannst ja nicht mehr zurückspulen. Aber zweiter Pilz wäre auch nicht so schlecht. Das schaffe ich auf keinen Fall hier durch. Nee, das geht nicht. Da bleibe ich hier hängen. Nee, das haut nicht hin. Okay. Also ganz ehrlich. Nee, mach mal einfach. Ich sag mal jetzt ehrlich gesagt wirklich nichts und hau einfach oder ab. Tschüss. Tschüss. Nee, was ist da noch? Nee, ich überlege halt, ob ich irgendwie anders... Aber hier... Also irgendwie anders ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber überleg mal einfach. Aber hier komme ich nicht durch. Ist natürlich schon zu spät, um es irgendwie anders zu machen. Du hast sogar meiner Meinung nach in der letzten Aufnahme hast du irgendwie was zu den Ameisen noch, glaube ich, gesagt oder so. Das war schon nicht so... Also das ist ein Scheiß-Tipp, aber das war auf jeden Fall nicht so verkehrt. Oh, warte, ist das von der Höhe? Oh nein. Ja, ich glaube, du hast das. Ja, dann mach mal ruhig. Ach nö, Mist. Da ist der Steintyp und dann... Scheiße. Shoot! Das heißt dann ja aber im gleichen Atemzug, oh Gott. Ja, das ist ja ungeil. Ich will also den hier lassen und dann... Aber dann darf ich das hier nicht machen. Wobei doch, den einen Block, da darf ich schon theoretisch zerstören. Ach du Scheiße. Gut, dann müssen wir das jetzt hier gerade nochmal aktivieren, das ganze Ding. Na toll. Nein, gerade wenn er sich da oben dreht, dann würde ich ganz gerne durch... Ja, das gerade gemacht. Das war echt schön. Oh, Jesus. Ich hasse dich, Dani. Ich hasse dich. Das sind alle Ewigkeit. Ich muss doch nur einen Block hier aufdrehen, bitte. Ja! Alter, das geht echt. Ich hau mich weg. So, und jetzt bitte schmeiß Steine auf mich. Hallo, drehst du dich bitte? Hallo, Kollege. Was ist, wenn ich dich neu
reinlade, gehst du dann in die richtige Richtung. Du gehst in die richtige. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich darf ich den einen hier nicht aufmachen. Oh nein, ich darf den wirklich nicht auf. Ich darf den wirklich nicht aufmachen, ja. Oh doch, der könnte rausspringen. Wenn er zur einen Seite raus kann, dann kann er auch zur anderen Seite raus. Yes! Nice! Perfekt. Okay. Au. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Pff. Was? Ach so, ich kann hier... Okay. Dann... muss das... scheiße. Muss ich da einmal drüber kommen? Yes! Okay, alles klar. Alles gut. Alles super. Prima. Dann können wir zumindest mal gucken, was da oben so kommt. Ja. Nein. 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 So. Okay. So, was haben wir denn hier jetzt? Da komme ich nicht mehr zurück. Das ist schon mal offensichtlich. Das ist schlecht. Okay, das könnte ich aber in der Zeit noch schaffen, vielleicht, wenn ich schnell genug bin. Weiß ich nicht. Mal sehen. Lauf! Nein, das haut nicht. Oh Gott, das haut doch nicht hin. Das haut irgendwie nicht hin, glaube ich. Aber da geht's auch nicht weiter irgendwie. Komisch. Was ist denn da dann noch? Geht's hier irgendwo hoch? Oder nach unten? Das hat er zwar, glaube ich, ausgeschlossen irgendwann mal, als ich das gefragt habe, aber... Und hier zurück komme ich aber auch nicht mehr, dann... So geht das hier auf jeden Fall, aber im Moment bringt mir das nicht wirklich viel. Ich kann ja mal hier einen extra Save State machen. Und wir spulen uns wieder zurück in die Main Hall. Gehen wir trotzdem hoch zu den Sägen jetzt. So, dann muss ich den Weg hier nicht mehr hochgehen. Das ist noch alles in Ordnung. So. Aber hier muss ich nochmal spielen. Oh, habe ich jetzt... Ach so, das ist jetzt mein... Dann ist das eben mein extra Save. Das ist auch in Ordnung. Habe ich auch nichts dagegen. So, also gehen wir erst zu den Sägen. Was dann da sein soll, weiß ich zwar auch noch nicht. Was ich dann da großartig will, aber okay. Wir werden sehen. Das heißt aber, jetzt muss ich erst diesen blöden Sprung hier oben schaffen. Oh Gott. Ja, sehr schön. Da muss ich. Ach, es klappt auf Anhieb, natürlich. Was soll das denn? Ja, siehst du, das ist. So geht das nämlich sehr gut. Du hast doch wirklich alles schnell rausgefunden, was es da rauszufinden gab. Ja, aber da unten bin ich jetzt nicht weitergekommen, damit, dass du dir die Steine schmeißt. Dass man die Steine da mehrfach, oder dass die, wenn die sich da türmen, dass dann einer rausploppt. Ja, großartig. Aber da unten bin ich nicht weitergekommen, also schaue ich jetzt erstmal zu den Sägen. Ja, siehst du kannst mir auch mal vertrauen, wenn ich sage, du solltest erst zu den Sägen gehen. Hast du das gesagt? Ich weiß ich gar nicht. Nö, nicht wirklich, aber ich habe versucht, das so dir zu sagen, dass du denkst, es wäre falsch, glaube ich zumindest. Nein, ich wollte ja als erstes zu den Sägen, eben weil ich das noch so in Erinnerung hatte, dass du mich dahin lotsen wolltest, aber... Ja, kann gut sein. Ja, wie gesagt... Ist halt alles irgendwie ein bisschen in den falschen Hals geraten. Wo war das? Hier war das, hier war das, hier will ich rein. Okay. Ja, du kannst da, glaube ich, kannst du von beiden Seiten hin, ich weiß es nicht. Ja, aber hier kenne ich mich aus. Da kommen jetzt die Mancher. Genau. Ja, oben sind auch, also das ist alles nicht so schwer. Da sind teilweise sind halt Barrieren oder Barrikaden dazwischen. Ja. Na, lauf doch voll rein, du Depp. Ach. Das hier, das war falsch, ne, ja. Ach. Kann man auch ja, ich glaube, man kann andersrum laufen. Ja, irgendwie musst du da halt wieder hochkommen, ich weiß nicht. Nee, schon richtig. Ach so, stimmt, dann kann. Dass die dich, ja, jetzt, wenn die dich jetzt verfolgen, dann macht das auch Sinn, aber dass sie dich verfolgt haben, als du klein warst. Ach so, ja, stimmt, und da kommst du dann zu den Sägen, ja. Genau. Nix gegen meinen Orientierungssinn.
Ja, der ist besser als meiner, obwohl ich das Ding hier gemacht habe. So, die hauen wieder gerne nach oben ab. Ich brauche die hier wirklich nicht. Dann muss ich hier genauso die Wand wieder zerstören, ja. Okay. Ich sehe das schon. Ja, und, natürlich musst du das. Ja, du hast es sogar geschafft, dass die offgescreent wurden. Das ist nämlich genau das, was man hier wieder machen muss. Ja, sonst stören die ja nur. Ich meine, selbst wenn ich die nachher noch brauche, kann ich die mir ja wiederholen. Es ist gerade wirklich, naja, ich sag mal mehr oder weniger Schicksal, dass das hier alles so gut funktioniert. Das ist großartig. Schicksal. Da will irgendjemand, dass wir das jetzt wirklich zu Ende bringen. Das finde ich schön. Jetzt könnte auch sein, also, dass man hier vor diesen Sägen, während man das hier macht, genervt wird, ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Naja, dass die da oben aber abhauen, das ist das letzte Mal auch schon ständig passiert. Also das ist jetzt ja nichts. Ja, richtig, das stimmt. Nichts Neues in dem Sinne. Du hast die ja gerade nur offgescreent. Oder sind die nach oben rausgegangen? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber die sind nach oben raus, glaube ich. Ah, dann ist das perfekt. So. Ja, siehst du, da hast du es. Der ist so einfach, der Glitch, weißt du. Und deswegen, nur wegen so einer Scheiße, hast du Leute, ja. Das ist mir auch... Der ist in der Tat recht schön, auf die Art und Weise, ja. Ja, das mit dem Anlauf und so ist alles ein bisschen... Und siehst du, da siehst du auch, weswegen du den... Ach, ich hab's doch gewusst, und jetzt muss ich wieder runter und muss das dort nochmal machen. Ich habe mir Joch gedacht, und dann ist da nämlich sind da nämlich Warp-Blöcke. Du hast das alles so schnell gemacht. Und hier oben sieht man jetzt auch, warum man den dann oft drücken musste. Nur um das nochmal kurz zu demonstrieren. Du hättest auch erst hier hochgehen können, dann da bemerken können, dass der On-Off-Schalter oder dass da so ein Block ist, der dir nichts sagt und was weiß ich. Ja, da hätte ich erstmal den Pilz gebraucht, um hier weiterzukommen. Ja, natürlich, aber du hättest halt auch erst den Pilz dir holen können. Ja, natürlich, das ist richtig. Also, wobei es schon irgendwie logisch ist, ich glaube, der On-Off-Schalter war bei den Koopas, die da die Blöcke sowieso kaputt machen. Jo. Also naja, ist schon eigentlich alles ganz nett hier gemacht, also so fies ist das gar nicht. Ich gehe andersrum. Also oben lang gehen ist eigentlich, da sind glaube ich ein bisschen angenehmere Sprites, aber es ist... Jetzt bin ich eh hier drin, jetzt ist es auch egal. Meine Güte, eben. So. Geh mal bei der Spinne unten raus. Ach genau, und bei der Spinne kommst du nämlich nicht nach oben. Irgendwie so war das doch, genau. Ja. Ja, das ist nur der Ausgang, die Spinne. Ja, es ist halt so gebaut, dass man gewisse Räume schon dann mal machen muss, damit man irgendwo hinkommt. So. Ja, ist aber ein schönes Labyrinth gewesen. Oh, jetzt muss ich hier wieder, das wird lustig. Ja, aber es ist mal ganz ehrlich gesagt, es ist ein bisschen zu leicht für die Level, die davor kamen. Das ist richtig, es ist halt eine Belohnung. Weil es macht halt Spaß im Vergleich zu dem Zeug, was davor war. Wobei es halt auch wirklich Leute geben soll, die sich bei so einem Labyrinth dämlicher anstellen als bei irgendwelchen Glitch-Passagen. Das ist richtig, ja. Kronk zum Beispiel. Meinetwegen, aber ich glaube, ja. Du kannst ja mal den Hack oder... Man kann dem ja mal den Hack hier vorschlagen, mal schauen. Nein, Kronk ist ja sowieso kein so Mario-Spieler. Das ist nicht sein Ding. Was, ich hab grad... Was ist er nicht? Ich hab gesagt, Kronk ist nicht so der Mario-Spieler, glaube ich. Mario-Spieler, nicht so sein Ding. Ich hab verstanden, Kronk ist ja nicht so der Spieler. Ja, gut. Das, Ja, nee, das ist nicht so sein Ding. Spiele oder allgemein? Nee, Spiele ist überhaupt nicht sein Ding. Der macht das ja nur wegen des Geldes, richtig. Ja. Ja, ja. Ach ja, herrlich. So. Ich habe gestern mal wieder ein paar Let's Play Parts von Paper angeschaut. Von wem? Von Paper, also von Paper Zockt. Der spielt ja zurzeit Super Paper Mario. Ja, super tolles Spiel. Das Spiel hat mich schon immer interessiert. Ich habe davon immer nur so ein paar Ausschnitte gesehen. Ich find's grandios. Ja, ich find's total scheiße, aber gut. Echt? Ja, ich weiß nicht. Warum? Ich finde das richtig gut. Ja, das ist doch schon auch so ein RPG-Ding, ne? Also, es ist sozusagen ein Jump'n'Run-RPG. Achso, er spielt also das für den Super Nintendo, oder welches spielt er? Nee, das ist für die Wii. Ja, das kenne ich gar nicht. aber es ist scheiße. Du findest es scheiße, aber du kennst es gar nicht. Nee, Super Paper Mario ist nicht Super Nintendo. Für Nintendo gab es kein einziges Paper Mario. Das erste Paper Mario gab es für den N64, das war dann... Klar gab es ein Paper Mario für... Ah nee, es heißt nicht Paper Mario, das heißt nur RPG, ne? Ja. Richtig, Super Mario RPG. Ja, das mache ich eben auch nicht. Ich mache überhaupt keins von den Paper Mario Spielen, weil das eben so RPG-artig ist. Aber Super Paper Mario ist eben wieder dieser 2D-Dingens dabei.
Und das Spiel ist richtig, also das Spiel ist genial und Paper macht dazu auch echt ein gutes Let's Play. Also ich habe ja selten jetzt wieder welche von ihm geguckt, aber das gefällt mir wieder richtig gut. Ja, das ist schön. So. Aber es kommt halt nichts gegen das gute alte Super Mario World an. Dachte vielleicht kennst du das Spiel. Ja, ich kenne nee, nein, mit Super Mario hat das ja in dem Sinne nicht wirklich viel zu tun. Es sind ja da auch viele... Ja, natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich kenne halt nichts. Und wenn man nichts kennt, findet man halt alles andere scheiße. Ja. Oder man sagt einfach nichts dazu. Das wäre die neutralere Variante. Ja, aber dann würde sich ja keiner da, ich sag mal, drüber aufregen, beziehungsweise würde ja keiner... Ach so, du willst provozieren. Nee, provozieren, ich meine, das wird ja relativ schnell von mir aufgeklärt. Also provozieren wäre jetzt, wenn ich jetzt die ganze Zeit mir irgendwelche Argumente aus den Daumen saugen, aus den Fingern saugen würde. Also aus dem Daumen meinetwegen auch, aber... Ja. Der Daumen ist ja kein Finger, du kannst es ja nicht aus dem Daumen saugen, nur aus den Fingern. Oh, ja. Wobei das Super Mario World hat auch so ein bisschen... Ich verstehe teilweise Super Mario World einfach nicht, warum die das da so gemacht haben. Ja, das ist... ja. So, Beispiel, direkt das erste Level. Warum kommen da so große Dildo-Banzai-Builds vor, wenn die ganz normalen kleinen Bullet-Builds noch gar nicht bekannt sind? Also, immer so Kleinigkeiten halt. Ist keine natürlich Ahnung. Auch... Kann ich ja, dir. Richtig. Kann ich dir leider nicht sagen. So kommen sie heraus, meine Dame. Ich könnte dir jetzt einen schönen Vergleich dazu geben, aber ich glaube, muss in der Aufnahme nicht sein. Nö. Jupp. Na, sehr gut. Prima. So, jetzt wieder hier drüber. Musst du da wirklich... Ich glaube, du kannst da einfach nach... Ja, geh ruhig rüber, meine Güte. Nee, das ist wesentlich einfach, hier einmal drüber. Und, ja, so. Ich wette, das schaffst du jetzt... Ah, scheiße. Das ist einfach, als hier den Jump blöd anzusetzen. Ganz ehrlich. Aber es fehlt noch irgendeine Stelle, bei der du wieder stundenlang hängst. Ich weiß noch nicht, wo das passieren soll, aber irgendwo musst du jetzt wieder noch hängen, damit wir das hier nämlich nicht schnellstmöglich schaffen. Das wäre halt typisch so, ne? Ja. Ich meine, du hast diese beiden Sprünge da, bei denen du teilweise Ewigkeiten immer gehangen hast, hast du schnell geschafft. So, ich bin jetzt jedenfalls gespannt, was hier kommt und es erfahren wir aber erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Jo, Peace, das ist großartig.